Doomerstag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche gab es ja zwei Doom-Livestreams und um die ein bisschen zu rekapitulieren, habe ich mir den Simon eingeladen und quatsche jetzt mit dem ein bisschen über die beiden Streams. Ja, Olli, welcher von diesen beiden Streams hat dir denn eigentlich am besten gefallen? Also dieser Snapmap-Stream oder der Singleplayer-Stream? Also ganz eindeutig natürlich der Singleplayer-Stream, der am Mittwochabend eben stattgefunden hat. Da hat man halt ein bisschen, ja, schon was Neues auch gesehen. Der Snapmap-Stream war auch interessant, ist ein sehr interessantes Feature, es wurde auch recht gut präsentiert. Die haben sich auch gut Zeit genommen, eine Stunde ungefähr für beide Streams jetzt. Und ja, war durchaus interessant. Genau, also lass uns noch mal ganz kurz über den Snapmap ein bisschen reden. Das hat ja der Tom Mustaine gemacht von id Software und zusammen mit der Sarah Vellock und Gary Steinman hat das Ganze moderiert und das haben sie auch wirklich ganz gut gemacht. So, gerade auch, ich finde ja, dass so Level-Editoren, da denkt man erstmal, hoch, was ist das denn langweiliges und nee, das ist irgendwie nicht. So Tools und so. Also überhaupt nicht, genau. Da richtig gut drauf. Sie haben halt angefangen mit einer Schlacht, ja, und auf so einer eigen erstellten Karte. Und die Karte war auch tatsächlich dann, stammt aus diesem Snapmap-Feature. Genau, die wurde in Snapmap zusammengebaut und auch die Teilnehmer waren irgendwie doppelt so schnell. Also das kann man scheinbar einstellen. Die Bewegungsgeschwindigkeit war halt da verdoppelt bei denen. Das war ganz nett anzusehen, auch für mich, der jetzt schon den normalen Multiplayer-Modus ziemlich schnell findet. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Das ist halt dann wirklich nochmal die doppelte Packung. Genau. Also, ja, war recht interessant. Und dann ging es aber auch recht schnell los, damit eben zu zeigen, wie so eine Karte denn gebaut wird eigentlich. Und das ist ja so der Kern. Du kannst Mehrspielerkarten, Einzelspielerkarten und auch für den Koop-Modus irgendwelche Karten selber basteln. Und es sah, ich habe mir nicht wirklich erwartet, dass es so umfangreich ist. Also man kennt ja so Level-Editoren oft und gerade Snapmap, wenn ich den Namen schon höre, das klingt so aneinanderschustern, ja, und dann hast du halt einen anderen Level-Schlauch. Aber nee, es gibt eine große Auswahl an so Gebieten, ob es jetzt kleine Gänge sind oder auch eine Halle zweistöckige beispielsweise, genau, Sachen teilweise dabei. Aber richtig umfangreich und es sah auch, er hat es mit dem Controller gemacht, es sah auch relativ einfach aus, wie er das hingekriegt hat. Ja, es ist jetzt nicht so wie früher, als man noch irgendwie Karten fürs Original Doom gebaut hat, wo man erstmal so Strichlinien gemacht hat und dann musste man entscheiden, welche Textur kommt denn dahin und welche Textur dahin. Sondern es ist halt schon so, wenn man das Ding macht, was ich auch cool finde, dass es auch vortexturiert ist. Natürlich kann man das dann auch anpassen, wenn man das halt anders haben will, aber wer einfach nur mal ausprobieren möchte, wie das Ganze dann so funktioniert, das ist halt die Lernkurve, die ist halt nicht so steil. Damals. Genau, trotzdem hat es relativ viele Möglichkeiten. Also die komplette Auswahl an diesen Modulen hat man jetzt nicht gesehen, aber es sah schon recht umfangreich aus. Und auch diese Einstellungsmöglichkeiten, du kannst dann die Atmosphäre halt ändern, indem du irgendwelche Filter drüber legst oder die Beleuchtung änderst. Und das ist wirklich dann auch, es hat so ausgesehen, als wäre es dann wirklich auch ein komplett neues Feeling irgendwie. Ich meine, du hältst dich ja da in Doom nicht in dem Level auf und guckst dir das erstmal an und sagst, auch schön schaut es hier aus. Da geht es ja eigentlich eher um die Action so. Und das ist relativ, ist ihm gut gelungen und auch das relativ gut rüberzubringen irgendwie. Genau, dann natürlich ein Level braucht auch Gegner, das ist ja ganz klar und die lassen sich auch mit dem Editor sehr leicht platzieren. Man kann sie halt überall hinstellen, wo man will, aber das Besondere ist ja auch, man stellt sie nicht einfach nur rein und dann, wenn man da um die Ecke kommt, greifen die an, sondern man kann es ja triggern quasi. Genau. Man kann durch so eine Mini-Programmiersprache ist das ja im Grunde so eine Logik-Programmiersprache, kann sagen, wenn Spieler A an diesen Punkt kommt, ja, dann kommen da zwei Monster her. Das ist so eine einfache Variante davon. Und das fand ich auch ganz cool. Genau, es klingt jetzt komplizierter als es ist, diese Events zu skripten. Es ist im Prinzip so, du gehst auf ein Objekt drauf, hast dann so ein Ringmenü, wo du auswählen kannst, wie sich dieses Objekt verhält, auch im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Objekten. Also er hat da zum Beispiel Barrikaden aufgestellt und dann Fässer davor und hat dann festgelegt, dass wenn dieses Fass zerstört wird, dass die Barrikaden dahinter halt verschwinden einfach. Und es geht bei den Gegnern eben auch. Und bei den Gegnern kannst du auch zum Beispiel in so einem arenaartigen Aufbau hat er gesagt, okay, da hat er einen Revenant gespawnt. Er möchte, dass die Ausgangstür zubleibt, bis der Revenant eben getötet wird. Und das binnen zwei, drei Handgriffen, also was jetzt so kompliziert klingt und es erfordert eigentlich nichts. Nee. Du musst einfach nur verbinden und das zusammen. Ja. Den Revenant snappen. Verknüpfen sozusagen mit der Tür und dann halt sagen, wenn der Revenant zerstört wurde, geht die Tür auf. Ja, eine schöne Sache. Bin auch mal sehr gespannt, was die Community sich da ausdenkt, weil
Wie gesagt, es ist einfach zu bedienen. Easy to learn, but hard to master, sagt genau, man ja auch. Ja. Also man kann dann auch wirklich sehr, 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 sehr große Sachen machen und da bin ich extrem gespannt drauf, was da passiert. Er hat auch relativ kreatives Zeug noch gezeigt. Zum Beispiel, einer hat einen Music Maker nachgebaut. Das war jetzt einfach nur ein Raum und da war aber ein Keyboard, was man spielen konnte, ja, was halt unterschiedliche Töne ja von sich gegeben hat. Dann ein Drum-Sequencer noch dazu, dass man dann mit zwei, drei Freunden einfach in Doom mal Musik machen kann. Ob jetzt da die Spielerwelt drauf wartet, das weiß ich nicht, aber die Möglichkeiten sind schon mal da und das ist halt auch großartig irgendwie. Finde ich auch sehr cool. Werden wir natürlich auch weiter beobachten, dieses Feature. Und ja, vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Contest, wenn das dann da ist. Und dann können wir mal gucken, was ihr euch so ausdenkt. Kommen wir jetzt zu einem Teil, der noch mehr Leute interessieren dürfte. Ich meine, die Multiplayer-Beta haben wir jetzt alle gespielt, wissen, was da passt und was da vielleicht noch verbessert werden muss. Snap-Map war jetzt Montag und jetzt natürlich alle wollen den Singleplayer-Modus spielen. Und da gab es jetzt auch gerade ganz aktuellen Stream. Genau, am Mittwochabend wurde da auch eine Stunde lang verschiedene Levels aus dem Singleplayer gezeigt, auch verschiedene Fortschritte. Es ging los mit der zweiten Mission oder so, also nicht gleich zu Anfang, aber halt so ein bisschen im Spiel drin. Und man hat sehr schön gesehen, dass sich das Gameplay auch verändert. Eben durch die, ja, du kannst deine Waffen und deinen Anzug kannst du modifizieren. Und du hast am Anfang zum Beispiel auch nicht den Doppelsprung, den wir jetzt schon aus der Multiplayer-Beta gekannt haben, den hast du am Anfang im Singleplayer noch nicht, ja, den verdienst du dir irgendwann und dann ist es wirklich auch das Spielgefühl ein anderes, dann in den höheren Levels ist es viel schneller, du fühlst dich viel mächtiger und ich meine, die haben auch beide gesagt, also sie wollen ja mit diesem Doom zurück zum Anfang und darum geht es, geht ja nicht um ausgefeilte Stories oder irgend sowas, es geht ja wirklich darum, Waffen zu haben und Dämonen in die Hölle zu jagen. Ja. Das ist es halt einfach und das Feeling kam super rüber von der Story, haben sie nicht viel erzählt, da kann man jetzt noch keine großen Aussagen dazu machen. Aber das, was sie gezeigt haben, das war schon ziemlich geil und da bin ich auch schon echt gespannt drauf. Das glaube ich dir. Sonst noch irgendwas, was sich da geflasht hat oder irgendwas, was noch erwähnenswert ist von dem Stream? Ihr könnt euch das Ganze natürlich auch anschauen. Wir haben jetzt auch so ein paar Ausschnitte, haben wir euch ja davon gezeigt. Aber die Streams kann man ja noch sich anschauen. Genau, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, zum Beispiel das Glory-System, Glory-Kill-System haben sie gezeigt. Das ist halt, wenn du einem Gegner eine gewisse Menge an Schaden zufügst, dann leuchtet er halt so auf und dann kannst du ihn halt im Nahkampf ausschalten. Ja. Du kannst es aber auch abschalten, das System, was ich ganz gut finde. Du kannst sowieso dein komplettes HUD kannst du komplett ausblenden, dass du halt wirklich nur deine Waffe hast und fertig. Ist halt auch so ein bisschen, sie versuchen, glaube ich, so die alte Doom-Generation und die neue so unter einen Hut zu verbinden. Ja, ja. Und das, es kommt schon gut rüber, eigentlich. Und dann gibt es so Arenen, diese Arenen, die sind eben aufgebaut, du hast in der Mitte so ein Dämonenei oder irgend sowas und das kannst du dann zerstören und dann werden halt diese Wellen ausgelöst. Ist jetzt nicht sowas, was mich jetzt persönlich anspricht, aber es sah schon echt richtig spannend aus und es kommen auch wirklich Unmengen an Gegnern und halt auch größere und du bist dann wirklich nur am Schauen, so, wo springe ich hin, wo gehe ich hin, was mache ich als nächstes, welche Waffe nehme ich für den, welche Waffe für den. Auch die einzelnen Dämonen unterscheiden sich halt natürlich auch in der Taktik, wie du sie ausschalten kannst. Also einen haben sie gezeigt, diesen Pinky, der rennt auf dich zu, ist vorne recht stark gepanzert und der rennt aber blind auf dich zu, du weichst ihm aus und dann kannst du ihm halt von hinten den Rest geben quasi. Und es ist halt auch wirklich sehr, sehr gory. Also die haben auch diese Kettensäge gezeigt, mit der du halt diese Nahkampfkills dann besonders eindrucksvoll machst. Und das ist schon echt richtig blutig. Und die kennen sich ja auch noch den Vorteil, das wusste ich vorher auch nicht, wenn du den Gegner zersägst quasi mit der Kettensäge, dann droppt der besonders viel Munition. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo du wenig Leben und wenig Munition hast, dann greifst du auf die Kettensäge zu dann und zersägst den halt. Dann lohnt sich der Nahkampf und so, ne? Das ist halt, ja. Also die Mischung macht es irgendwie und das war echt ganz, ganz interessant zu sehen. Besonders gefallen, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist eben die Waffen. Habe ich dir schon gesagt, du fühlst dich im Spielverlauf halt immer mächtiger, weil du die eben upgraden kannst. Und dann hat er bei der Chain Gun zum Beispiel gesagt, hat er es eben gezeigt, du hast am Anfang so die normale Gatling Gun quasi und im späteren Spielverlauf durch irgendwelche Module kannst du dann dreiläufig machen und dann erledigst du halt auch die größeren Dämonen, die am Anfang vielleicht noch eine Bedrohung darstellen, also wo du sagst, boah, einer, das reicht schon, da kommen halt dann drei Stück auf dich zu und zerlegst sie dann in einer Schnelligkeit quasi und fühlst dich richtig, richtig powerful, ja. Und ansonsten, das Level-Design,
Da wollte ich noch was dazu verlieren kurz. Sie haben am Anfang zwei Level gezeigt, die also Indoor-Bereiche waren. Und dann zum Schluss halt ein Höllenlevel. Und du bist in so einem Tal und überall die Knochen rum, hast einen riesengroßen Dämonenschädel und dann springst du quasi seinen Schlund herunter und landest dann da in dieser Höllenkarte. Und das war schon, da hat es mich schon so in den Fingern gejuckt. Ja, also ich habe jetzt auch richtig Bock bekommen auf die Singleplayer-Kampagne, so wie du das erzählst. Wie gesagt, für mich ist das halt, okay, Snap-Map, tolle Sache, ja, Multiplayer, okay, macht Spaß. Für mich, ich will da aber Dämonen killen und will Leute mit, also will halt Spielfiguren mit einer Kettensäge zersägen und sowas. Und das ist halt, was für mich den Reiz eigentlich ausmacht für Doom. Und deswegen, nach diesem Streaming, habe ich da, also bin ich jetzt ist ordentlich gehypt, ja. Also jetzt, jetzt möchtest du doch bitte, jetzt sollst du mal bitte kommen und jetzt will ich es endlich spielen. Es und, ist ja auch nicht mehr lang hin. Ja, knapp zwei Wochen. Zwei Wochen, dann dürfen wir selber ran. Ich bin sehr gespannt. Tatsächlich auch auf die Story. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich will wissen, warum da die Höllentore aufgehen. Ja, Wissenschaftler und Fiesexperimente. Ja, genau. Ja, ja. Also in der Sekte war noch die Rede, das hat man kurz rausgehört, bei so einem, du findest auch so Audio-Files natürlich, da hat man es kurz rausgehört, dass es sich scheinbar um irgendeine Sekte da drehen soll wieder. Und ja, also zwei Wochen noch. Ja, da haben sich zwei gefunden, der Simon und ich. Wir freuen uns schon, wenn es in zwei Wochen dann endlich losgeht. Ja, ich hoffe, das Gespräch hat euch auch gefallen. Falls ihr die Livestreams nochmal komplett anschauen wollt, dann könnt ihr das auf Bethesdas Twitch-Kanal und auch auf dem YouTube-Kanal tun. Die Adressen blenden wir euch hier gerade mal ein. Und das war's ja auch schon wieder leider vom heutigen Doomerstag. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann nächste Woche wieder.